Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 6. September. Er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils. Jesaja 61, Vers 10. Ja, so bekennen die Leute, die an den Herrn Jesus glauben. Wer den nicht kennt, dem kommt diese Sprache seltsam vor. Aber wer einmal vor dem heiligen Gott in seiner ganzen Unwürdigkeit wie ein zerlumpter Bettler gestanden hat, und wer dann im Glauben sich in die Gnade und Vergebung Jesu kleiden ließ, der versteht diese Sprache. Der rühmt: Er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils. Kleider des Heils, das heißt mehr, es sind Kleider mit Wirkung. Die Griechen erzählen sich die Sage vom Tode des Helden Herkules. Dem spielte sein Feind ein vergiftetes Gewand zu. Bei einer Opferfeier trug Herkules dies Gewand. Bald fing es an, auf seiner Haut zu brennen. Er wollte es herunterreißen, aber es gelang ihm nicht. Das Gewand verbrannte den Helden. Ein Gewand mit Wirkung. So ähnlich geht es mit dem seltsamen Kleid des Heils. Es fängt an, unser altes, böses Wesen wegzubrennen. Es frisst sich tief hinein in unsere Natur und tötet immer mehr unser ungöttliches Wesen, damit das neue Leben Jesu Christi in uns offenbar werde. So macht die Gnade Jesu neue Menschen. Und wenn wir uns dabei rühmen wollten, dann hätten wir das Kleid des Heils schon verloren und hätten wieder die Lumpen eigener Gerechtigkeit angezogen. Durch deines Blutes Kraft, o Herr, befreie du mich mehr und mehr von Sünde und Verderben. Amen. Ich kann dir den Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.